Namaste Gang, Janine hier, Mars im Widder. Normalerweise mache ich diese Videos nicht, ne, welcher Planet ist gerade wo, sondern nur, wenn es rückläufig ist und es ein bisschen auf unser Wohlbefinden sich andockt. Aber es ist wichtig, Mars, männliche Energie, in seinem Zeichen Widder. Feuerzeichen, Aktion, zweimal Aktion, eigentlich eine gute Geschichte. Ich soll dieses Video machen, weil diese Shift von Mars im Widder jetzt seit 2 Tagen ungefähr bis Ende des Jahres geht und es natürlich uns alle im Kollektiv weltweit beeinflussen wird. Und manchmal ist es nicht schlecht zu wissen, ne, was bringt es mit sich. Und bei dem Mars im Widder ist es wichtig. Also, an sich eine gute Geschichte. Wir haben Kraft, Tatkraft, können Projekte, die wir liegen gelassen haben, Kommunikation, Selbstständigkeit, was auch immer es ist. Man kommt in die Pötte langsam. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen. Warum? Wir haben jetzt ja noch Merkur rückläufig. Gerne anschauen, was ich euch ans Herz lege für die YouTuber vor allem, weil ich bin ja mehr auf Facebook eigentlich. Ja, wobei ich komme langsam immer mehr zu YouTube, merke ich, ne? Während ich das sage. Wie auch immer. Da gerne für die Neuen auf YouTube gerne schauen, und zwar das Reading Neptun rückläufig. Mega spannend, dockt mit diesen Energien, die jetzt gerade kommen, an. Das nur so by the way. Gute Geschichte, okay? So. Also, eine gute Geschichte, um ein bisschen vorwärts zu prischen. Merkur rückläufig noch 2 Wochen, das heißt Kommunikation, Verträge, irgendwelche Nachrichten, die man erwartet, könnten ein bisschen dauern. Aber ab dann fängt es eigentlich an, dass Mars im Widder in seinem Zuhause, auch ein Thema jetzt gerade, daheim, mein Zuhause und mein Zuhause außen, ja, dass man da loslegen kann. Okay. Die Römer haben aber Mars ja auch als Kriegsgott gesehen, was nicht so toll ist, ne? Und das ist eben die Kehrseite der Medaille, weswegen ich das Video auch machen soll, okay? Es hat viel mit Wut, mit Aggression zu tun. Ich meine, zweimal die Macherenergie, das Dominante, der Verstand, das Ego, Machtkampf, ich will, meins. Das kann ein bisschen verstärkter sein, wenn man miteinander kommuniziert, will der eine Recht haben. Und dann haben wir aber total diese Gefühlswelt, Krebs, Fisch, was wir ja gerade haben, die Intuition. Ja? Okay, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja? Viele Astrologen sagen auch, dass der Mars mit Wut und Unfällen und Verletzungen, dass es damit einhergeht. Wundert uns aber nicht, ne? Wenn wir hören, zweimal männliche Energien. Gerne ein bisschen ruhiger machen. Der Juli an sich, ich werde... am Samstag, schätze ich, da habe ich Zeit. Am Samstag mache ich den Neumond. Und dieser Neumond, der wird aber tatsächlich jetzt für 2, 3 Wochen jetzt auch als Energie erstmal von meiner Seite präsentiert werden. Okay? Und dann habt ihr wirklich genug für die nächsten Wochen, dass ihr versteht, was könnte passieren. So, also. Planet der Aktion, der Energie, bringt Willenskraft, bringt Mut, bringt Leidenschaft, das zu verfolgen, was man machen will. Okay, also gute Geschichte. Passt aber bitte auf, dass ihr nicht zu sehr, das ist nämlich wirklich das Aggressive, was gerade passieren will. Jeder will gewinnen. Nicht gut. Juli ist mehr. Ja? Okay, also. Das Reading wird jetzt auch kurz sein. Ich würde gerne wissen, lieber Mars, in deinem Zuhause, also versuchen, soweit es geht, Sachen wenn ihr motiviert seid, machen wir das anders. Wenn ihr motiviert seid, etwas zu machen, klar, man zieht es durch, keine Frage. Wenn ihr aber merkt, dass ihr mit jemandem jetzt in Konflikt geht, bitte, so gut es geht, in dieser Zeit der Klügere sein.
wirklich der Klügere sein. Und das Ganze zwei, dreimal atmen. 60 Sekunden aus dem Zimmer rausgehen, reinkommen und dann das Gespräch weitermachen, wenn ihr erfolgreich sein wollt. So, by the way, jeder ist gerade und wird jetzt gerade ein bisschen gereizter sein. Könnte gut möglich sein. Okay? Nicht mitmachen. Wir dürfen da echt drauf aufpassen. Okay, lass uns mal zwei Decks oder so ziehen, mehr nicht. Im Grunde genommen ist es alles, was ich sagen wollte. Ja, mehr wird es nicht sein. Ein bisschen mehr Aggressionspotenzial. Und zwar immer, wenn ich über uns rede, über uns als Kollektiv. Ich rede natürlich auch über Regierungen und was auch immer. Ja, jeder will versuchen, seins zu behalten. Okay? Auf die Gesundheit aufpassen. Lieber Mars, in deinem Zeichen im Widder. Was möchtest du uns auch noch gerne als Tipp geben? Atmen und Meditation. Ich weiß, wir können es alle nicht mehr hören. Falls es euch ein bisschen schwerer fällt, im Moment zu meditieren, ich merke das, ja, und ich meditiere wirklich schon länger und ich kann auch mal eine Stunde meditieren. Nach 5 Minuten knall ich durch. Macht es trotzdem und sei es nur 5 Minuten morgens den Geist beruhigen, okay? Ist normal. Es ist einfach eine schräge Energie gerade, ja, und man ist müde und dann abends kann man nicht einschlafen. Deswegen ganz, ganz wichtig. Jetzt wirklich in der kommenden Zeit, vor allem in den nächsten Tagen. Ich achte dieses körperliche Gefäß als das Heiligtum meiner Seele. Wir würden die Karte nicht immer wieder kriegen, wenn wir alle da schon sehr gut wären. Okay? Dehnübungen, 2 Minuten, mehr Wasser trinken. Und einige haben auch weniger Appetit im Moment. Das ist auch okay. Dann schaut aber, dass ihr dann zumindest Apfelbirne, was auch immer nehmt. Ich weiß, ihr wisst das alles, aber manche vergessen es immer gerne. Und dann bin ich gerne da und sage Bescheid. Also, was noch? Beziehungen. Genau. Beziehungen jetzt im Moment wählen. Also Dramen, soweit es geht, meiden. Ne? Keine Frage, auch in Beziehungen. Das ist das. Im Grunde genommen bestätigen sie das. Die Karte besagt, ich fühle mich zu den Menschen hingezogen, die das Beste in mir fördern. Ich würde eigentlich gerne das bei den 2 Karten jetzt lassen. Das ist so ein bisschen der Fokus, wo Mars sagt, ey, genau in der Zeit oder in den kommenden Monaten an sich, das ist ja nicht nur die Mars-Energie im Widder, sondern im Grunde genommen die letzten 2, 3 große Readings, wo die ganzen Shifts und Eclipsen passieren. Ich meine, wir haben jetzt am lasst mich nicht lügen, am Sonntag oder am Montag wieder Power-Vollmond im Steinbock, glaube ich. Ja, wir haben Steinbock-Jahr 2020, also totale Umwandlung der Glaubenssysteme, des Selbstwertes, wie wir die Welt sehen, was ist meine Wahrheit, Wohnung, Beziehungen, Jobs, wahnsinnig viel, ne? Und da haben wir auf jeden Fall wieder eine Eklipse, also die 3. in 2 Wochen. Es ist schräg, es ist echt schräg. Eklipsen, alles wird beleuchtet, alles will gesehen werden, es will geheilt werden. Wir wollen einfach ganz, ganz frei und neu starten, auch hier. Einige werden sich auch die Beziehungen anschauen und schauen, dass ihr da, soweit ihr könnt, wirklich würdig mit eurem höherem Ich arbeitet, höre ich gerade. Also für einige eine gute Übung jetzt auch. Aber Beziehungen allgemein. Alles klar. Welches Krafttier ist da bitte? Mit welcher Aussage? Speziell zu diesen Energien, natürlich zu allen anderen, die jetzt generell andocken. Ich denke, das werden wir unter 15 Minuten jetzt halten hier. Also, denkt dran, der Kriegsgott kann gut sein, der Straßenkämpfer, super Geschichte, keine Frage. Der Straßenkämpfer kann entweder wirklich Leute erschießen, sage ich jetzt mal, ne?
Der kann aber auch verteidigen einfach. Und auch sich selber verteidigen, seine Wahrheit verteidigen. Darum geht es nämlich auch. Ja? Aber aufpassen, dass man das nicht zu sehr mit Schmackos macht. Der Schmetterling. Verwandlung ist etwas Schönes. Wir hatten diese Karte noch nie. Also, ich denke, dass wir hier eine ganz große Chance haben, unter anderem mit diesem Mars im Widder, dass wir eben nicht so sehr in diese aggressive Haltung gehen, sondern merken, dass wir auch klar und deutlich und ein bisschen mit Würde unsere Wahrheit vertreten können. Auch aufpassen bitte mit Schuldzuweisungen und andere sind schuld. Das ist gerade so eine Zeit in den kommenden Monaten. Wäre schön, wenn wir als Gang hier, sei es YouTube und Facebook zusammen, die Glücksfreak Gang, dass wir da ein bisschen aufpassen. Das würde mich sehr freuen. Es wird nicht immer funktionieren, davon bin ich überzeugt. Aber ein bisschen zumindest. Die anderen auch anhören, okay? Schöne Karte, ich bin gerade total überwältigt, weil wir das noch nie so hatten. Verwandlung ist etwas Schönes. Immer, wenn wir jetzt einen Schmetterling sehen, höre ich, sollen wir an diesen Satz denken. Finde ich geil. Bin gespannt, wie viele Schmetterlinge wir jetzt alle sehen oder wer sie sieht. Ich wollte Mutter Maria, weil ich ein bisschen weibliche Energie hier reinbringen wollte, noch da bitten, was sie uns da empfehlen kann. Fürsorge, Nachsicht. Zwei Karten auf jeden Fall. Merci. Stille. Ich bin ganz still und ich höre hin. Also tatsächlich, ich spüre das und das zeigen sie mir auch immer wieder, wenn ich so in den Juli reingehe, das ist so mehr ich mit mir immer noch. Es ist ein bisschen anders als sonst. Normalerweise sitzen wir alle draußen im Biergarten, ne? Mit Freunden, flirten, haben Spaß, gehen in die Disse, tanzen, können uns austoben, was auch immer. Dieser Sommer ist einfach ein bisschen anders. Okay, muss ich keinem sagen, keine Frage. Aber da steckt so viel Potenzial, dass wir in den nächsten Monaten wirklich im Verborgenen schon manifestieren für Langzeitprojekte und Beziehungen. Bitte nicht vergessen, wichtig. Mach dein Herz auf. Geh in die Stille. Danke, Mama. Geh in die Stille und mach dein Herz auf. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, das ist eine Entscheidung wieder, die jeder treffen darf, das ganze Spektrum meiner Emotionen zu fühlen. Challenge für einige, ich weiß. Die kullern jetzt schon die Augen, ich spüre euch. Meine ganzen Emotionen zu fühlen, insbesondere alle Formen der Liebe. Hinsetzen für die Neuen, die noch nie meditiert haben und sagen, okay, ich atme 1-2 Minuten jetzt jeden Tag ein und versuche, Liebe einzuatmen oder zu fühlen. Okay, schöne Geschichte. Und keine Frage, Leute, wir werden immer mehr darauf vorbereitet, in diese Richtung auch zu gehen. Und das sind Herausforderungen gerade. Aber wir werden ja auch geführt gerade, ja. Und das geht halt eben nicht, wenn wir in dieser männlichen Energie sind. Das ist die Yin-Energie, das ist die empfangende Intuitionen folgen, weil die ganz genau wissen, wohin es geht. Und immer mehr diesen Impulsen folgen, wo man zu faul ist, Komfortzone ist und wo die männliche Energie, also der Verstand, ja, männliche Energie hat jeder, nicht nur Männer, stoppt, ne, wieder, dass nicht so sehr die Komfortzone siegt. Noch eine? Michi.
ein Tipp generell. Glaube und Vertrauen schließt sich dem Ganzen an. Bitte heute Abend vor dem Einschlafen, Erzengel Michael, bitte komm in meine Träume und ersetze Angst durch Glauben und Vertrauen. Lass mich von Kraft, Mut und Vertrauen erfüllt sein. Mut bringt Willenskraft, Mut und Leidenschaft. Egal in welcher Situation du bist. Hier ist dein Kumpel. Es liegt an dir, mit ihm zu arbeiten oder nicht und dein Herz aufzumachen. Okay? Meine Lieben, stopp. Frag mich nicht. Wasserkarten. Ewig nicht genommen. Wasser. Weiblich, ne? Also. Okay. Wir sollen das Ganze hier ein bisschen in die weibliche Energien bringen. Okay, liebes Wasser, was würdest du uns gerne, um das Feuer dann ein bisschen in uns zu löschen? Woran dürfen wir denken als letzte Geschichte? Das finde ich ja mal spannend. Um den Straßenkämpfer ein bisschen mehr oder ein bisschen runterzufahren. Klemmt ein bisschen hier das Weibliche, ha? Also Beziehungen, sich wirklich jetzt ein bisschen darauf konzentrieren mit Leuten, merken wir aber auch immer mehr, ne? Sich zu treffen, die uns inspirieren, die uns fördern, die interessante Jobs oder Ideen haben, wo man einfach gerne auch fragt, also wo man Lehrer und Schüler ist, sage ich immer. Zeit der Erholung, okay. Scheint wichtig zu sein, ja, also Zeit der Erholung, dieses Atmen, ein bisschen meditieren. Am Wasser lässt es sich wunderbar entspannen. Gönne dir in deinem derzeitigen Lebensdauerlauf eine Auszeit. Baue den Stress ab und erkenne, dass du viel mehr schaffst, wenn du dir Verschnaufspausen erlaubst. Verlange nicht so viel von dir selbst. Du darfst nun langsamer vorwärts gehen. Und tiefe Kräfte. Unter der Wasseroberfläche schlummern verborgene Kräfte. Auch tief in dir steckt eine enorme Stärke. Was bringt uns der Mars? Willenskraft, Mut, Leidenschaft, Stärke. Auch tief in dir steckt eine enorme Stärke. Vertraue auf diese innere Kraft und gib ihr den Raum, sich zu entfalten. Geiler Scheiß. Wenn du an dich selbst glaubst, dann ist alles möglich. Gib ihr den Raum. Alles klar, wir sollten mit Karten visuell das Ganze noch verdeutlicht kriegen. Meine Lieben, Namaste Gang, bis die Tage.